Dann besuchen wir ihn irgendwann mal im Gnomdorf. So, hier rechts irgendwo stand noch einer, ne? Noch weiter spinnen. Da ist er. Wer bist du denn? Oh, wir haben jetzt alle getriggert. Ganz toll. Und auch noch ein Feuervogel. Ja, super. Ach, ich treffe ihn nicht. Oh, er scheint stark zu sein. Können wir ihn mitnehmen? Mal ein bisschen Ruhm verschenken, ne? Was heißt verschenkt? Aber, naja. Oha, Gucho. Du siehst aus wie ein Jäger. Chi, Mia Tadashi, Tufa der Kieler. Warte, ich muss mich mal woanders hinstellen. Wirklich überall. Aufpassen, dass wir ihn jetzt zu stark bekommen. Zumindest sofern er mit drauf haut. Ah. Ja, ne? So. Was macht die Jagd? Sheshu, Tadashi jung, aber guter Jäger. Chaka Hirutu, immer stolz auf Mia Maloche. Aha. Weißt du, wo ich einen kräftigen Panther finde? Der schwarze Jäger kommt häufig auf unsere Insel. Gehe nach Nordosten. Dort findest du einen kleinen Altar und den kräftigen schwarzen Panther. Sehr gut, danke. Du kannst mir bestimmt etwas beibringen. Chi, doch das werde ich nicht tun. Ich kann nur erfahrene Jäger lehren. Na, fragen wir gleich, was er will. Was muss ich tun, um dich zu überzeugen? Zwei Aufgaben habe ich für Gucho, der wollen lernen. Erlege zwei Bestien, die Unruhe in den Dschungel bringen. Wenn Gucho meistert diese Aufgabe, Tadashi wird lehren. Okay, was muss ich tun, damit du mir mehr über die Jagd beibringst? Doch gerade gesagt. Bekämpfe deine Kabuki, deine Feinde, deine Angst. Du musst der Wildnis ins Auge blicken. Nur so kann Gucho beweisen, würdig. Ein wütendes Warzenschwein und ein gefährlicher Alligator lauern im Osten. Sieh dich beim großen Wasserfall um. Das sind deine Kabuki. Doch Kapo, Gucho. Sei vorsichtig. Ich hier warten. Ja, ja. Im Osten. Osten ist hier lang. Ein Warzenschwein und ein Alligator. Ja, ja. Oh, was haben wir hier? Ich weiß, das ist jetzt nicht mehr Osten, sondern Norden, aber... Ja. Ich lass dich nicht allein. Was? Oh, ein Jaguar. Den habe ich übersehen. Und wir spinnen. Was für ein Kampf. Ja, und jetzt können wir Fell hinnehmen. Ein Jaguarfell. Ja, meinst du? Dann sollte es mit anhalten. Und nimm das. Oh ja. Da sagst du was, okay. Nur ein Weg, der hier rüber führt, okay. Gut, Osten ist hier lang. Und dann geht's hier nach Norden. Oh! Autsch. Ja, warte, ich halte mal kurz. Oh, ich hänge fest. Ja, super. Von einem Pilz geblockt.
Autsch. Na? Rollen, rollen. Und hau drauf. Autsch. Ach, jetzt kommt er nicht mehr. Und weg mit dir. Ein sehr großes Pantherherz. Das Tier war sehr kräftig. Jawohl. Das Herz wird mir bei den Eingeborenen noch nützlich sein. Das hoffe ich doch. Was hat sie mit dem Ding hier auf sich? Altes Wissen. Ah. Okay. Oh. Hey, warte auf mich. Blaukralle. War nicht stärkerin, ne? Autsch. Ja. Boah. Ja, ist ja gut. Ich helfe dir mal. Und ich schneller können wir den anderen Treffer machen. Was willst du denn? Lass mich doch mal in Ruhe. So, jetzt kriegst du das. Das sieht nicht gut aus. Naja. Das tat auf jeden Fall ein bisschen weh. Gut, dass wir ein bisschen Proviant haben. Okay, ja, jetzt sind wir wieder Richtung Osten. Vielleicht geht's ja hier lang. Vielleicht. Oh, was haben wir hier oben? Ein Skelett. Ach, warte, hier waren wir schon. Ja, ich erinnere mich, jawohl. Hier sind wir lang gelaufen, als wir den Besowski weggebracht haben. Von hier aus hat man einen guten Blick auf das Dorf der Indios. Indios? Und zack. Eine epische Schlacht. Epische Schlacht. Okay, ich mag ihn. Und hier ist der Wasserfall, jawohl. Äffchen. Na, hast du noch was Wasser, zu sagen? Quell allem. Eines Tages du wirst sein starker Chaka von Gutschuss. Ah ja. Findest du. Die Expedition Teil 2 und Fusel. Da habe ich ja sehr gründlich geguckt, als wir hier waren. Kristallfackel und Gold und so. Ach ja. Na schön. Huch. Jadestein. Hier soll es ein Krokodil geben, beziehungsweise ein Alligator. Ich wollte doch gerade wegrollen, lass mich rollen. Wo ist denn Dingens? Ach, er kommt von der anderen Seite, okay. Oh, beide treffen es auch schon. Hey! Warum kann sie töten und er macht gar nichts, hä? Schon wieder 100 Ruhm verballert wegen ihnen. Ach ja, na gut. Bei uns wäre nicht groß anders. Wer ist denn hier? Oh. Mandaru. Warum so still? Mandarus Blick prüft dich. Er verrät, was Mandaru über dich wissen muss. Und was hat er dir verraten? Du bist keiner der Menschen vom Strand. Nein, du suchst etwas. Und auf deinen Schultern lastet eine lange Reise. Okay, den Trick musst du mir erklären.
Da gibt es nichts zu erklären. Hast du noch nie dein eigenes Spiegelbild im Wasser gesehen? Sieh es dir genau an. Es erzählt dir viele Dinge, ohne auch nur ein Wort zu verlieren. In deinem Blick sehe ich die Suche, während der Stoff an deinem Körper dein Sein erklärt. Wir Tufas lernen, dass innere Ruhe und Beobachtung der Schlüssel zur Weisheit sind. Ich hoffe, das wird hier keine Lehrstunde. Ihr Guchos habt nur selten Ohren für Worte der Einsicht. Viel Leid ließe sich vermeiden, würdet ihr eure Herzen öffnen. Warum kannst du unsere Sprache so gut? Mandaro ist vielen Reisenden begegnet und hat das Wort der Freundschaft mit den Menschen gesucht. Doch dieses Mal ist alles anders. Die Menschen am Strand sind uneins. Ich sehe Zwietracht. Ich sehe, dass Worte Zeit verschwenden. Ich sehe, dass nichts ist, wie es war. Ich will mehr über die Aufgaben eines Tufa wissen. Wir Tufas nehmen von der Natur das, was sie uns gibt. Doch nie im Überfluss. Lediglich, was wir benötigen. Und auch nur dann, wenn es uns bestimmt ist. Kann ein Tufa seine Beute nicht erlegen, lässt er ab, da die Zeit noch nicht gekommen ist. Ich glaube nicht, dass die Piraten euch gefährlich werden. Dir fehlt der Blick des Jägers. Selbst das kleinste Tier wird sich wehren, wenn es sich bedroht fühlt. Wir Kila mögen ihnen überlegen sein, doch wir werden dennoch Schmerzen davontragen. So wie Mandaro es sieht, wird Gaia bald mit Blut getränkt werden, wenn nicht etwas passiert. Ja gut, dass wir uns darum gekümmert haben. Ach, da ist Alligator. Oh, ich will ihn alleine erlegen. Na gut, dann passe ich mal auf, dass ich den ersten Schlag bekomme. Wenn er ja unbedingt mitmachen muss. Meiner. Hoppala. Kann Einfluss steigern. Jage nie nachts im Dschungel. Er wird dich jagen. Ja, okay. Gut. Das war der Alligator. Oh, wo geht's denn da hin? Und hier nach oben? Ich geh erst nach hier oben. Nur wegen der Jägerwurzel. Sieht aus wie ein Druidenschilling. Okay. Ah, es geht noch höher. Eine Schädelblüte. Und jetzt? Bin ich ganz oben. Für die Aussicht. Okay. Wunderschön. Dann gehe ich mal wieder nach unten. Mal gucken, wo der Weg hier hinführt. Ja, es legt euch ab. Schade. Ja, ist gut. Was ich überall gibt, macht dich nützlich und hau drauf. Vielleicht soll ich mal ein paar Punkte in den Schwertkampf investieren. Ein bisschen was lernen können. Ich weiß gar nicht, wie sie das mit den ganzen Punkten verhält. Wisst ihr das, ob man theoretisch alles lernen könnte? Ob es genug Ruhm gibt in der Welt oder ob es wirklich Sinn macht, dass ich mir ein paar Punkte aufhebe? Na gut, fest steht ja eh, sobald ihr euch für eine Fraktion entschieden habt, werde ich dahingehend auch alles lernen. Von daher, naja. Kloppen wir uns ein bisschen zäher durch die Welt. Das war heftig. Total heftig. Kristalle. Klopf. Klopf. Einmal noch.
Danke, danke. 5 magischer Kristall. Oh, oh, oh. Mit solchen habe ich gar nicht mehr gerechnet. Schon ganz vergessen, dass es solche Fallen gab. Im zweiten Teil waren die häufiger, ne? Was war da gerade? Ein Buch. In großer Eile öffnete er das Bauernhaus, huschte hinein und schloss die Tür hinter sich. Dabei brach jedoch sein Dietrich ab. Die Wachen Kalados bemerkten das kleine Werkzeug erst am nächsten Morgen in der Tür des leergeräumten Hauses. Aha. Aha, der zerbrochene Dietrich. Auch den werden wir uns noch holen. Ach ja, so. Ja, wir haben's, oder? Alligator ist weg. Warzenschwein ist weg. Dann gehen wir mal zurück zu Dingens und erzählen davon. Jadestein. Ich nehme natürlich auch nichts im Überfluss mit. Nein. Nur das, was vor meiner Nase liegt. Aber immerhin, der Dschungel wird schon friedlicher. Ich glaube, wir mussten ja rechts, oder? Da lang. Gut, okay. Und dann, warte, bevor wir zu den Spinnen gehen, die habe ich gesehen. Ja, welche? 4 Stück. Übertreibt man nicht. Mal angewöhnen, ein bisschen eher probieren zu futtern. Machst du auch was oder guckst du nur zu? Autsch. Und das. Oh, von hinten. 30 habe ich nicht zusammen. Oh ja, oh ja. Aber hey, mittlerweile lohnt es sich, auf sie umzuhauen. Abgesehen von Ruhm. Spinnenbeine und Sicheln bringen bestimmt ein bisschen was ein. Oh. Witzige Einstellung. Oh, ein kleines Steinchen hat mich aufgehalten. Ein Spinnenbein. Das große Vieh hat keine Sichel dabei, okay. Hier haben wir noch eine Jadeader. So, das ist ja ein Jadebrocken. Stein. Okay, hier ist nichts mehr. Oh. Ja. Ach komm. So. Du hältst jetzt still, du bist jetzt mein Opfer. Oh, da ist einer. Wenn ich zu nahe komme, jetzt klaut er mir wieder den Kill. So, Horas, haut drauf.